Hallo zusammen, Michi ist wieder heute und habe ich wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg aus der Kategorie Quests und dann War Within. Und hier haben wir das Achievement Entzünden der Schlüsselflammen. Und dann gibt es noch ein zweites, die ersten Schlüsselflammen. Und für beides müssen wir eigentlich dasselbe machen. Und zwar steuert 100 strahlende Überreste an beliebigen Schlüsselflammen bei. Und beim ersten Achievement sind es halt 10, ne? Ja, wo findet das Ganze statt? Wir sind einmal in Heilsturz, und zwar hier in dem oberen Bereich. Und dort gibt es verschiedene Schlüsselflammen, wo wir quasi unsere Währung beisteuern können. Die Währung haben wir hier einmal, das sind strahlende Überbleibsel. Und die kriegt man eigentlich zuhauf aus verschiedensten Schätzen, hier in komplett Heilsturz raus. Und wo man sie auch gut gedroppt bekommt, quasi hier in diesem Eventbereich, ne, von den Mobs. Ne, und auch von den Rares und allem möglichen. Und was müssen wir jetzt machen? Naja, wir müssen halt das Zeug besorgen. Ihr könnt rumfliegen, Kisten aufmachen, wie gesagt. Oder hier einfach die Events spielen. Und dann haben wir sowohl kleine Schlüsselflammen. Da können wir die quasi rein investieren, wenn wir sie anklicken. Bei den kleinen ist es so, wenn wir 3 reinpacken, das ist für uns personal, ne? Dann kommt immer so ein NPC und dann könnt ihr quasi eine Daily Quest machen. Oder beziehungsweise ist es eigentlich eine Weekly Quest. Da gibt es dann auch einen Sack, da kann unter anderem ein Mount drin sein. Und dann gibt es auch noch die großen Schlüsselflammen, das sind diese hier. Und die halten immer eine gewisse Zeit, die sind für alle, da könnt ihr bis zu 20 reinpacken. Und da gibt es dann immer so ein Bonusziel und fürs Bonusziel gibt es dann quasi auch einmal einen Sack. Beides ist quasi weekly mit den Chars. Ich mache das jetzt hier gerade mit den Twings, um das Mount zu farmen und habe halt nebenbei das Achievement gekriegt. Das Achievement ist auch Battle.net-Account gebunden, also ich habe halt mit einigen Chars, ne, hier jetzt jeweils die Dinger reingepackt, um dementsprechend dann die Säcke zu farmen und nebenbei beide Achievements eingeheimst. Ihr seht, hier die sind jetzt alle aktiv. Hier könnte ich zum Beispiel auch nochmal welche reinpacken. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein inaktives finden. Ne, die sind alle aktiv. Also da waren alle Leute fleißig und haben quasi ihre Ressourcen hier reingesteckt. Genau, das ist eigentlich so das Grundprinzip. Und sobald ihr dann 10 bzw. 100 investiert habt, kriegt ihr quasi euer Achievement. Und die effizienteste Möglichkeit, das wirklich zu farmen, ist einfach rumzufliegen und die ganzen Schätze aufzumachen. Ne? Mit dem Main habe ich, glaube ich, auch schon ein paar hundert rumliegen. Also so viel kannst du hier tatsächlich gar nicht ausgeben. Gut, damit sind wir auch schon durch mit einem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tilar, bis dahin. Ciao.